Am Ende des 10. Kapitels des Matthäusevangeliums verspricht Jesus uns einen Lohn, beziehungsweise sagt er uns sogar zweimal einen Lohn zu. Er verspricht uns den Lohn eines Propheten und er verspricht uns den Lohn eines Gerechten. Wer einen Propheten aufnimmt in eines Propheten Namen, wird eines Propheten Lohn empfangen. Und wer einen Gerechten aufnimmt in eines Gerechten Namen, wird eines gerechten Lohn empfangen. Der Kontext, in dem Jesus diese Worte spricht, ist Verfolgung. Im vorhergehenden Abschnitt sagt Jesus uns voraus, dass wir verfolgt werden, wenn wir uns zu ihm bekennen. In Zeiten der Verfolgung ist es wichtig, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Im Gebet, aber auch ganz praktisch. Und gerade in diesen Kontext hinein spricht Gott diese Zusage an uns. Wenn wir einen Propheten aufnehmen in eines Propheten Namen, werden wir den Lohn eines Propheten empfangen. Wenn wir einen Gerechten aufnehmen in eines Gerechten Namen, werden wir den Lohn eines Gerechten empfangen. In eines Propheten Namen oder in eines gerechten Namen zeigt uns den Grund und die Motivation, warum wir diese Personen aufnehmen sollen. Und zwar eben, weil sie Prediger des Wortes Gottes sind, weil sie Nachfolger Jesu Christi sind. Wenn du also deine Geschwister, wenn du einen Prediger bei dir zu Hause aufnimmst, bei dir beherbergst, ihnen Zuflucht bietest, sie versorgst, dann darfst du dich auf viel Lohn freuen. Das gilt umso mehr in Zeiten von Verfolgung und in Zeiten von Not, aber auch in anderen Zeiten, in denen unsere Geschwister Aufnahmen in unseren Häusern brauchen und Versorgung brauchen. Wir haben dafür jede Menge Möglichkeiten. In unserer Gemeinde-WhatsApp-Gruppe gibt es immer wieder Aufrufe, Geschwister und Anfragen, Geschwister für eine oder für ein paar Nächte bei uns zu Hause aufzunehmen, vielleicht weil sie zu Besuch kommen nach Köln. Vielleicht hast du diese Aufrufe immer gelesen und dir gedacht, das ist nichts für mich, das wird schon jemand anderes machen. Falls das so ist, dann will ich dich ermutigen, und zwar durch Gottes Wort, melde dich und nimm Menschen auf, weil es deine Geschwister sind, weil es Gerechte sind. Selbst wenn du nicht viel bieten kannst, solltest du das machen. Selbst wenn du in einfachen Verhältnissen wohnst, kannst du deine Geschwister aufnehmen. Im Vers danach sagt Jesus uns, und wenn jemand einem dieser Geringsten nur einen Becher kalten Wasser zu trinken gibt, in eines Jüngers Namen, wahrlich ich sage euch, er wird seinen Lohn nicht verlieren. Selbst diese Kleinigkeit, selbst ein Becher Wasser, wird belohnt werden. Umso mehr gilt das, wenn Gott dich mit einem großen Haus oder mit viel Raum gesegnet hat. Dann darfst du umso mehr dein Haus in Gottes Dienst stellen. Sich in die erste Reihe zu drängeln, ganz vorne dabei zu sein, das ist in christlichen Kreisen häufig verpönt. Bei der Gastfreundschaft dürfen wir allerdings eine Ausnahme davon machen. Wir finden mehrere Beispiele in der Bibel, im Neuen und auch im Alten Testament, in denen Diener Gottes Gastfreundschaft erfahren mit der Formulierung, sie nötigten uns. Ja, hier wird die Gastfreundschaft fast schon aufgezwungen, aber im positiven Sinne. In 2. Könige entschließt sich ein wohlhabendes Ehepaar dazu, dem Propheten Elisa ein extra Zimmer herzurichten, weil er einfach häufig in dieser Gegend unterwegs ist. Wenn du einen Propheten, einen Prediger, einen deiner Geschwister aufnimmst, weil es eben ein Nachfolger Jesu ist, dann ist dir Lohn sicher. Wenn du den Geringsten, den Unauffälligsten deiner Geschwister aufnimmst, das sagt uns Gott in seinem Wort, dann nimmst du Jesus selbst auf. Vielleicht ohne, dass du es in diesem Moment eigentlich merkst und realisierst. Etwas später im Matthäusevangelium wird berichtet, dass Gottes Kinder sich wundern werden, wann sie denn Gott persönlich aufgenommen haben und wann sie ihm persönlich Essen und Trinken gegeben haben. Und Gott, der dann in dieser späteren Szene als der König beschrieben wird, er sagt seinen Jüngern, dass sie das, was sie einem ihrer geringsten Brüder getan haben, Gott ganz persönlich tun. Versuch also, in allererster Reihe zu stehen bei der Gastfreundschaft,
versucht der Allererste zu sein, dich nach vorne zu drängeln, ja, wenn es darum geht, sein Haus anzubieten, seine Wohnung anzubieten, ja, für Übernachtungsmöglichkeiten. Sei kreativ, richte ein Gästezimmer her, versorg deine Gäste nach deinen Möglichkeiten, selbst wenn es nur ein Glas Wasser ist. Du nimmst damit Jesus persönlich auf. Gott segne dich.